Hallo und herzlich willkommen zu der sechsten Folge von SWBF bzw. Star Wars Battle von heute in den Eishöhlen. Mit Druidenalarm. Auf dem Planeten befinden sich drei Druiden um die Rebellen und imperiale Truppen. Ich weiß nicht mehr weiter. Wir werden eventuell noch eine Folge. Es kommt drauf. Okay, es geht noch recht. Dann werden wir wahrscheinlich noch eine nächste Runde spielen, weil halt im Moment nicht viel. Was ist das denn für ein Blaster? Also die ist die DLT 19. Ich bin überhaupt nicht an die gewöhnt. Oh, ist er? Was ist das, ein Gegner? Ja. Oh, habe ich direkt genascht. Hallo. Komm, holen wir. Hier müssen wir doch jemanden holen. Ich hasse diese Kanone abgrundtief. Ich kann überhaupt nicht mit ihr umgehen. Ich bin echt an die Xbox gewöhnt. Aber wir haben gar keinen Sprungpack. Da mal die Tornator mal eben geworfen. Ist hier jemand? Nö. Ist ja gar keiner. Einfach mal Todesmut. Ah, hallo! Mein netter, kleiner, grüner Freund. Oh, da scheint wohl noch jemand drin zu sein. Ja. Also finde ich gar nicht gut. In dem Spiel werden Fikal-Ausdrücke genannt. Was ist da los? Ach komm, die ist doch lächerlich. Soll ich mich jetzt hinstellen und hier rumballern oder wie? Ja, noch sind wir nicht down gegangen. Haltet sie in Schach. Dann wieder hier rumlatscht. Diese Folgen werden jetzt Witzfolgen, weil mein Kumpel gerade neben mir sitzt. Höhle ist nicht sicher. Ja, das nehme ich mir sogar an. Ich warte jetzt hier total. Haltet die Druiden. Ich habe den Druiden auch mit übernommen. Das. Okay, hier scheint ein Suchtdruide rumzugammeln. Oh, ich sehe keinen. Oh, oh, oh. Ja, komm. Da konnte ich jetzt echt nichts für. Probieren wir es mal hier mit. Wir haben das Sprungpack, ist echt, dass wir das nicht haben, ist echt scheiße. Wir haben einen Druiden verloren. Schlag zurück. Das ist. Na, schlecht gemacht von meiner Seite. Die professionelle Hilfe ist auch gerade nicht am Start, deswegen sieht es hier schon wieder schlecht aus. Aber ich dachte, ich bin erst einmal down gegangen. Hä? Egal. Ach so, ja. Wird gesichert. Sehr schön. Ich mach zwar nichts. Die Musik haut gerade eigentlich ganz gut rein. Es wäre auch zu schön, wenn sich jetzt hier jemand frei mir stellen würde. Versuchen wir es mal. Das war weniger gut. Achso, ja. Da haben wir wieder richtig viel weggeholt. Komm, holen wir. Was? Och komm, ist doch lächerlich. 3-2. Wir sind da wieder die Lappen. Aber, guck mal, warum ist denn der 2-3er über uns? Ich brüll hier schon wieder ins Mikrofon. Das ist doch Lucky Punch. Und der ist ein Typ, der hat 0-16. Das ist ja Lucky Punch. Ah, der Plummy hier. Und so. Wir sind natürlich Klasse Rang 9. Eigentlich bin ich ja schon Rang 9 plus Rang 23, muss man natürlich ja bedenken. Naja, ist jetzt nicht so krass. Okay, Java Refugium mal wieder. Und jetzt wechseln wir aber auch die Controller wieder. Ich konnte natürlich wieder nichts machen hier. Setze mich gleich in die Ecke, 5 Minuten und weine hier rum. Ja, jetzt warten wir darauf, dass es losgeht und die Eishöhlenkarte ist eigentlich recht gut gemacht, finde ich, weil eben diese ganzen Höhlen schon sehr
sehr interessant sind Java Refugium. Wir werden auch noch heute einen größeren Spielmodus spielen, Hashtag Feuerschaft bzw. Walker Assault. Das sind, finde ich, die beiden Spielmodi, die so am meisten Spaß machen, wobei Walker Assault unverdient ziemlich mehr Credits bringt, beziehungsweise Vorherrschaft überhaupt keine. Er versucht da hier mit absolut coolen Gesten. Ich habe auch ein ganz, ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. So, jetzt wollen wir hier die Druiden übernehmen. Wir haben Hunger auf die Druiden. So. Die Druiden haben direkt einen geholt. Die Rebellen haben einen Druiden erbeutet. Angriff verstärken. Okay. Manche meinen ja, dass Star Wars Battlefront hier sehr wenig auf Tiefgang setzt. Ich finde, das stimmt eigentlich auch. Oh, hier hat er den Lucky Punch. Komm, er wird jetzt eh geholt. Ja, verdient. Ah, natürlich auch ein guter Blaster. Und nimmt er direkt die A-82C. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann den A-380C. Feinde auf 12 Uhr. Das war wieder der Witz, wo ihr hier so alles wegschmeißt und euch umdreht vor Lachen. Was geht jetzt hier ab? Oh, Entschuldigung hier. Guck mal, da unten sind. Geh mal nach rechts unten. Da sieht man hier Dings. AT-ATs. Drei. Vielleicht gehen sie ja dauern. Das wäre witzig gewesen. Übernahme des letzten Druiden läuft. Das finde ich aber gut gemacht. Auf der anderen Seite ist es auch unlogisch. Aber auch witzig. Da sind sie. Schon wieder dieser Tom Gang. Der ist ein Spitzenspieler? Okay. Der mal Detonator. Alle Droiden gesichert. Verteidigt sie. Ich hasse den Impulskanone. Er feiert sich hart. Das kennt man von Plants vs. Zombies. Ihr dürft sie nicht unterschätzen. Das war irgendwie mal witzig. Und an der Stelle wieder mit der A82C. Z-Kings of Battle, trotzdem hat er einen kritischen Kill-Assist. Random alle Droids, wir haben jetzt zwei verloren, noch 7 Minuten hier Action am Start. Findet den letzten Droiden, bringt die Sache zu Ende. Zockt ihr eigentlich auch Star Wars Battlefront oder zockt ihr andere Games? Und wenn, welche anderen Games zockt ihr? Also zum Beispiel FIFA oder was weiß ich, Call of Duty oder Kampffeld, also Battlefield natürlich. Jaguar 73 wurde besiegt. Naja, anscheinend nicht so schnell wie sein Name. Oh, da ist er wieder, da ist er wieder und diesmal hat er natürlich keine Chance. Vielleicht hätte ich den Blaster auch mal nehmen sollen. Aber das sagt sich natürlich hinterher mal. DL44, der OP-Blaster schlechthin. Die Rebellen sind überall. Holt er den? Schade, Lucky Pan. War via DL44, ey. Aber ich finde, letztendlich ist das Spiel gut, also ich finde am Spiel ist auch gut, dass man sich wenig aufregen kann. Seht zu, dass das so bleibt. Beziehungsweise,
man kann sich weniger aufregen als zum Beispiel, also ich finde das Spiel, wo man sich echt am meisten aufregen kann, ist ganz klar FIFA. Druidenalarmmeister 8.5, das ist doch auch schön. Okay, damit beenden wir wieder diese Folge. Ich hoffe, auch diese Folge hat sich gefallen. Ist jetzt, glaube ich, die 7. oder 8. Ne, die 6. Ja, die 6. müsste es sein. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.